Liebe Live-Besucher, ich möchte heute euch einen Vers lesen, der mich letzte Woche wieder neu herausgefordert hat. Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Sind wir manchmal nicht ein bisschen ein gewisses Unbeholfen, wie wir Gott eine Freude machen können? Wir denken, oh, er tut uns so viel Gutes. Ich meine, dass wir dürfen leben, dass wir ihn dürfen kennen, dass er seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt hat. Alles das, ja, es ist so viel Grund zum Danken. Und manchmal denken wir, wie können wir ihm das Opfer geben? Früher im Alten Testament haben sie einfach das Tierli geschlachtet, haben irgendetwas können handeln. Und wir denken manchmal, wie sollen wir das machen? Hier gibt uns der Hebräerbriefschreiber einen Tipp, wie wir das machen können. Bringt ihm Dank. Und ich merke, das Danken ist etwas, was wir manchmal so chronisch machen. Vielleicht danke für das Essen, danke für das, danke für das. Aber ist da noch Danke? Ich merke, wenn eines von unseren Kindern zu mir kommt und mich anschaut und mir einfach mal sagt, hey, danke vielmals, dass du mit mir in die Party bist gekommen. Danke vielmals, dass wir so einen coolen Namen machen können, dass mir du eine Geschichte erzählt hast. Dass mir das ausgedruckt hast im Büro oder was es auch immer ist, das berührt mein Herz. Und offensichtlich ist das ein Geheimnis, das auch Gott berührt, wenn wir ihm danken. Weil unsere Kinder bekommen so chronisch danken, ja, danke, danke, aber dann merke ich, das ist nicht das, was mich wirklich berührt. Aber was mich berührt, ist ein herzhaftes Danken. Etwas Spezielles, es kann etwas Kleines oder etwas Grosses, es spielt gar nicht so eine Rolle. Entscheidend ist das Herz. Und ich glaube, dass Gott uns mit diesem Vers etwas sagen will. Sagen dir, liebe Schweizer, im Jahr 2012, wo der manchmal so nach Perfektion jagt, und was wir immer noch besser machen, und das können wir noch besser machen, und dieses so noch. Danke doch einfach für das, was ist. Für das, was ich euch schon gebe. Logisch wünschen wir uns noch andere Dimensionen, auch in unserem Land. Logisch. Aber Gott sagt, wisst ihr, was mich freuen würde, wenn ihr mir mal Merci sagt für das, was ist. Und für das, was ist, ist schon gigantisch viel. Wir haben so eine Reichtum von dem, was Gott uns gibt. Oh, und so wünsche ich euch und mir, dass wir dankbar durch den Tag gehen. Dass wir dankbar sind. Dass wir dem Gott Merci sagen. Wir können nämlich für fast alles, wo wir etwas zu motzen haben, auch danken. Für fast alles. Wir können Merci sagen. Für so vieles, wo wir auch daran herumnörgeln können. Und noch besser werden können. Lasst uns doch dem Jesus Merci sagen. Weil alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm. Dem Vater vom Licht. Und Gott hat Freude an Kind, die ihm Merci sagen. Und so ermutige ich euch, einfach beim Aufstehen, vielleicht am Morgen, als erstes mal für 10 Sachen Merci zu sagen. Bevor dass wir schon wieder kommen, was wir noch alles wetten, was wir noch alles sollten, was alles noch perfekter könnte laufen in unserem Leben. Gott freut sich. Und ich will das selber entdecken. Ich will einer sein, der sagt, ich will so viel Opfer bringen unserem Gott, weil er so Freude hat an dem, das ist wie ein Geschenk, das ich ihm bringen kann, mein Merci zu sagen, für das, was er an mir tut und für uns ist. Ich wünsche euch einen dankbaren Tag.